Aha. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Channel. Ja, im letzten Part konnten wir ja endlich die Anime-Folge 5 aus den Ruinen der Wahrheit erlangen. Und ja, für diesen Part habe ich ja auch schon eigentlich einen Plan. Anime-Folge 5 steht schon in den Startlöchern, hat man vielleicht schon sehen können, dass da hinten neu aufblinkte. Und ja, ich wollte aber sagen, bevor wir meine ganzen Fehler angehen, gucken wir nochmal schnell Shop und Shiki. Da uns ja doch noch ein paar Stofftiere fehlen. Das darf ja natürlich nicht so weitergehen. Natürlich müssen wir später nochmal Geld holen, da hat man eben wieder das neue Aufblitzen sehen. Vielleicht müssen wir auch mal wieder ein Sammelkartenpack kaufen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob man alle Pokémon auch so finden kann. Oder ob man manche echt nur ein Sammelkartenpack kann. Okay, das war's. So, auf meinem Plan steht fürs Erste, dass wir dieses Spiel mal ausprobieren. Ich habe das Gefühl, mein Mikrofon rutscht die ganze Zeit weg. Also versuche ich jetzt etwas lauter zu sprechen, damit man mich trotzdem noch gut hören kann. Protoplay. Ach du meine Güte. Steuerkreuz. Echt? Mit dem kleinen Ding? Ich habe gerade nicht gelesen. Hallo. Moment, Autoplay. Mit einem gleichzeitig? Oder nur mit einem? When you feel a rumble. Press the button. Haha. Achso, man muss einfach nur so schnell wie möglich auf A drücken. Na super. Nicht schlecht, oder? Das sollte die Reaktionszeit wohl dastehen, die ich habe. Nein, ich kann ja nicht sagen, dass ich jetzt jedes Mal so die Reaktionszeit hinkriege. Ja. Ah, das war... ich dachte, das war länger. Ja, deswegen bin ich manchmal ein bisschen still, um mich besser darauf zu konzentrieren, im richtigen Moment den A-Knopf zu drücken. Jetzt ging Pikachu. Ja. Ja. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich werde immer langsamer, aber da steht, dass ich eigentlich noch ganz gut dabei bin. Ich meine, eine halbe Sekunde oder was. Ach, es gibt nur drei. Das ist aber auch ein schöner Bildschirm. Aha, 0,376 war jetzt das Beste. Ja, okay, das war's. Das war's Spiel. Das war jetzt so ein kurzes Spiel. Das können wir jetzt nochmal so aus der Perspektive spielen. Man muss ja einfach nur darauf achten, wann es vibriert. Und das ist jetzt ja nicht so die furchtbare Schwierigkeit. Nö, von daher gegen Radfratz. 0,388. Vielleicht kann ich meine Reaktionszeit noch mal verbessern, das wäre was. Na, ja. Wenn man gegen Evoli antritt, dann wollen sie einen erstmal trollen und dann dauert das so lange. Man kann das auch echt aus der Perspektive gut spielen. So, jetzt das Finale gegen Pikachu. Ah, das war jetzt doch schlecht. Nee, doch nicht. Das war sogar noch besser als mein bester Versuch aus den ersten drei. Ich glaube, das Beste war jetzt 0,33. Ja. 0,388. Das war ja das Schlechteste. Aber immer noch besser als die meisten anderen Versuche in der ersten Runde. Oh, doch nicht. Doch, doch, stimmt. 6,5, das hatte ich ja. Auch eben. Schade eigentlich, dass man nur die besten drei anziehen kann. Also, es reicht. Info.
Ach so, Steuerkreuz, Powerschalter, B-Knopf, A-Knopf, C-Taste. Ach so, der Z-Knopf ist die C-Knaste. Das ist eine Knaste. So, dann würde ich mal sagen, kehren wir zurück zum Mondschneefall, hatten wir ja vor. Ja. Mondschneefall. Die Türe öffnet sich, wie von Geistern. Pika? Leicht besoffenes Pikachu. Oh, was macht das schon? Ja. Nein, ich werde Tanja, das haben wir jetzt schon oft genug heute. Hallo. Musst du mich denn so anstarren? Bitte. Nicht. Ja, Ditto. Ich weiß. Du fühlst dich jetzt toll. Gut. Starr mich schon wieder an. So groß bin ich auch nicht. Das ist sowieso schlecht abzuschätzen, wie groß der Charakter ist, den man hier steuert. So, jetzt fahren wir zum Mount Schneefall zurück. Ja. Gucken, ob sich Gengar schon wieder hintraut oder ob es immer noch Angst vor uns hat. Das ließe sich hier aber auf den Versuch ankommen, du. Konzert eben auch nochmal an. Habe ich jetzt in einer Aufnahmesession beide Konzerte nochmal angewählt. Warum auch nicht, ne? So ein schönes Konzert. Kann man schön bei einschlafen. Also falls ihr euch das anguckt, bevor ihr ins Bett geht, ne? Viel Spaß. Pomelo. Pomelos. Warum waren Kekchen und Peter Sami denn nicht dabei? Flumanda verstehe ich ja noch gerade so. Aber wieso sind Kekchen und Peter Sami da? Die machen doch auch keinen Sinn. Sag mal, kann man jetzt hier einen Schneemann bauen? Merk den Schneeball. Wirfst du den jetzt oder rollst du den? Wirfst du schon oder rollst du noch? Was hat es damit vor? Man kann sich hier echt einen Schneemann bauen. Ah, die Kugeln sind... Ach ja, Pikachu. Zwei flache Kugeln. Die müssen doch ungefähr gleich groß sein. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob man sich hier wirklich so Pikachu bauen könnte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl. Man muss halt hier nur noch weitere zwei, drei Male herkommen und dann ist man schon fertig. So, was machst du jetzt damit? Packst du oben drauf? Schlägt da nochmal drauf. Oh, jetzt wird der Künstler stetig. Ah, der Schneemann wird immer größer. Echt mal, jetzt müssen wir nur so kleine Steine finden für die Augen. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, man muss dafür in einem Baumstumpf nachgucken. Oder im Iglu. Und dann waren die da drin. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die irgendwie rumliegen. Pikachu ist sehr fasziniert von diesem Baumstamm. Bestimmt ein Vorfahre vom Vogelbaum. Nichts gefunden. Versuch mal mit dem Iglu. Merkt das Iglu. Oh, sah so aus, als hätte der Vogelbaum Pikachu jetzt drüber getreten. Aber bestimmt auch nichts, oder? Pikachu, findest du etwas? Nichts gefunden. Was mit diesem Baumstumpf, auf den ich dich schon von Anfang an aufmerksam machen wollte. Am Mogelbaum steht hier so. Oh, ist da jetzt was? Ja, untersuch mal. Aber ich komme gerade gar nicht an das andere Igel, weil die da alle vordancen.
Hört mal auf, vor dem Iglu hier rumzudancen, das geht doch nicht. Mann. Nichts gefunden, okay. Wie komme ich an das Iglu? Irgendwie gerade gar nicht. Geht weg. Ah, ans. Okay, ich hab's Iglu geweckt. Jetzt hauen sie alle ab. Ja, der Schnee sieht auch gut aus, muss ich sagen. Obwohl, die Ohren müssten eigentlich ein bisschen länger. So sieht's eigentlich mal aus. Wie so ein Zubat. Immer noch nichts. Wofür ist denn die Steine? Bemerkt den Halbschneemann. Ein Halbschneemann. Was ist das denn für ein Wort? Ach, mach das von alleine fertig? Sag nicht, du machst den jetzt fertig. Ah. Ja, okay, man hat einen Schneemann gebaut. Pikachu freut sich, einen Schneemann gebaut zu haben. Sieht fast so aus wie der, so dass die Ohren halt nur halb so lang sind oder so. Pikachu freut sich. Warte so, oh, total hübscher Bursche. Endlich mal einer, der gut aussieht hier. So, ist jetzt Gegner da? Ne, traut sich immer noch hier. Dieses Weichei. Ah, wir haben da drin eine Karte vergessen. Die sollten wir uns jetzt am besten nochmal holen. Pikachu? Pikachu hat jetzt bestimmt Angst, oder? War das nicht so? Wo bleibt das Schild? Muss man ein bisschen warten, bis das Schild kam? Eigentlich hat man doch auf jeden Fall nochmal die Chance, dahin zu gehen. Oder musst du es nochmal irgendwie kurz Donnerschock auf eine der Blumen machen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Das Licht ist bereits an. Oder muss man sich erst die Anime-Folge angucken, bevor man da wieder hinkam? Weil man muss da auf jeden Fall nochmal hin. Ganz wichtig. Jedenfalls für unsere Möchtegern 100% Challenge. Seltsam. Gut, würde ich mal sagen, gucken wir uns die Anime-Folge an. Der Part wird sowieso noch lang genug werden, weil diese Anime-Folge mindestens 5 Minuten ist. Wahrscheinlich sogar noch länger. So, machen wir uns also auf zum großen Finale. Vom Pokémon Channel. Okay, auch wenn das Finale jetzt nicht am Ende ist, was eigentlich ein Finale so an sich hat. Aber hey! Ja, wir machen das jetzt einfach. Einfach, weil es sich gehört. Wir haben es jetzt freigeschaltet. Jetzt fragt man sich ja auch, wie die aussieht. Es ist einfach fällig. Ich werde sowieso jetzt in nächster Zeit die nächsten Folgen, glaube ich, ein bisschen schneiden, was das angeht. Für die letzten Stofftiere und auch die letzten Pokémon-Karten. Muss ich gucken, wie ich das mache. So. Würde ich mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Anime. Ich bin jetzt stille. Seit an, seit sind Pichu. Schau, Pichu. Tobi, ist das jämmerlich? Es ist ganz klar ersichtlich. Scheint das Team Rocket hat's mal wieder vergeigt. Wir waren immer mies, da fühlte ich mich mies. Oh, ich Mausi, hab den perfekten Plan. Ich schmeiß ne Party, der andere, der ist frei. Sie gehen in die Falle, so krieg sie dann alle. Was ist das für ein Spaß zu stehlen? Nein, die Pokémon, Menschen sind verboten, weil ich sage... Und fängt der Tanz dann an, dann sind sie alle dran. Das ist mein Plan, der mit Schild gehen kann. Mauf, 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 sie, die Party ist einfach toll. Sie ist der größte Knaller in diesem Jahr. Mauf, 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 musst du sagen, wenn du geladen. Jeder, der jemand ist, ist eingeladen. Mauf, 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 oh, okay, da sind wir froh. Eiscreme für jeden hier, nur keine Angst. Los, auf geht's.
Party würde niemals enden. Jetzt sollte ich mich lieber doch nochmal wieder einschalten, weil doch noch Anime ist. Nein, du darfst jetzt nicht mit den Tasten spielen. Wir wollen uns den Rest hier angucken. Ich hoffe nur, das wird mir jetzt doch nicht gesperrt. Habe ich ganz vergessen. Naja. Nein, immer noch nicht. Wir wollen uns hier den Rest angucken. Ah, der berühmte Spruch. Der berühmte Spruch. Und ein Feuerwerk. Yeah! Happy End! Oh, Pikachu freut sich. Das ist jetzt ganz spannend. Da sollen wir doch nochmal diese Pokémon-Anime-Firma einen Strich durch die Rechnung machen. Beim Feuerwerk kann man noch nicht erkennen, dass das deren Feuerwerk ist. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Schon das dritte Mal, wie süchtig Pikachu einfach danach ist, mit den Tasten rumzuspielen. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall alles gesehen. Alkana ist es schon geschlüpft. Und 3 Stunden. Immer noch. Ja, da würde ich mal sagen, so langsam neigt sich auch dieser Part dem Ende. Ich würde auch sagen, so langsam neigt sich diese Aufnahmesession dem Ende. Ich habe jetzt 5, 6, 7 Parts am Stück aufgenommen, ich weiß es gerade gar nicht. Boah, wie süchtig es einfach danach ist, mit den Tasten zu spielen. Dann soll noch mal einer sagen, man muss Pikachu jeden Wunsch erfüllen, damit es sich auf jeden Fall zu Raichu weiterentwickelt. Ah, Pikachu entwickelt sich doch sowieso nur mit Donnerstein zu Raichu weiter. Nö. Aber das wäre eigentlich nochmal was, wenn sich hier. Wenn das Wetter sich ändern würde für Britannia Wald. Hat sich eigentlich noch nie, oder? Haben wir uns noch nie angeguckt. Flegmon! Flegmon! Und? Und? Ich will Regen. Flegmon! Jetzt schläft es erstmal ein. Na toll, dann kann es lange dauern. Ne, wir machen nochmal Shoppen mit Schicki, um hier die Aufnahmesession gebührend zu beenden. Es ist wieder Zeit für Shoppen mit Schicki. Auch heute habe ich wieder tolle Angebote für euch. Dieses Item steht heute an erster Stelle. Wieder Samenkuppe. Die haben wir aber schon. So, was haben wir? Nein, oh. Jetzt frag es noch nicht mal vorher. Jetzt schaltet es einfach um. Das Fliege. Ja, ich weiß, wenn ein Angebot kommt, das einen interessiert. Mein Pikachu, oh, ich schalte jetzt mal um. Das ist total unnötig. Nee, die Show hat mir nicht gefallen, weil nichts dabei war, was für mich von Interesse wäre. Ah, einmal. Das wird eine lange Folge, könnt ihr euch drauf freuen. Nein, kein Sammelkartenpack. Pikachu freut sich. Nein, nicht umschalten. Flammenbooster. Das wäre eigentlich was. Das hier, das Zimmer eigentlich schön. Ich glaube, es ersetzt auch kein anderes. Oh Gott, das ist eigentlich auch ein ganz cooles Pokémon. Er ist ja wie ein guter aus der dritten Generation. Wow. Was zum? 10. Ja, aber so ein Poster sollte ja auch nicht so allzu teuer sein, aber ich glaube, ich würde keine 10 Euro für ein Poster ausgeben. Das muss dann schon so ein goldbestücktes Poster sein. So, dann gehen wir jetzt mal Professor Eich und geben unseren Report ab. Das haben wir heute auch schon viel erreicht. So. Oh, Katzin. Hast du dir schon Pichu Wurzelgespuk angesehen? Endlich sind alle Programme des Pokémon-Chat auf Sendung gegangen. Stimmt gar nicht, da stehen noch 3 Geheime. Ein Glück für uns, dass wir dich als Testzuschauer ausgewählt haben, Flash. Pikachu ist traurig, wenn nichts Neues mehr kommt.
Aber sicher, ich darf die Verdienste von Eierkopf nicht vergessen. Eierkopf gehört ebenfalls unser Dank. Wunderbar. Ich höre noch den Spruch nach. Ach ja. Nee, hä? Ach ja, im Moment bereiten wir ein Geschenk als Anerkennung für euch beide vor. Morgen wird es fertig sein. Wunderbar. Dürft beide gespannt sein. Professor, ist euch dankbar? Achso, Professor, ich ist euch dankbar. Was ist das so für ein Geschenk? Ja, wahrscheinlich die drei Extra-Programme. Mäuse, war das alles, was ich dir zu sagen wollte? Was ich dir sagen wollte? Ich glaube, ich habe nicht etwas vergessen. Ich glaube, das habe ich mir mal gewählt. Okay, ich speichere deinen Report. Report hatten wir noch die Möglichkeit zu speichern. Deine Daten werden gespeichert. Weiterspielen? Nein. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Ansehen. Vergesst nicht, ein paar zu bewerten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Seit an Seit sind Pichu.